Schönen guten Abend alle zusammen. Wollen wir eine Runde spielen? Ich denke, ich bin mal richtig gespannt, denn das letzte Mal habe ich ja nun angefangen, mein Standhaus zu bauen und dabei habe ich einen ganz tollen Keller entdeckt und da habe ich natürlich was Tolles mit vor. Ich denke, ich starte einfach mal los. Achso, vorher habe ich ja noch eine kleine Trauerphase vor mir. Denn Vincent ist von uns gegangen. Dafür haben wir nur noch einen anderen. Oder ich sag mal eine andere. Ich nenne sie mal Betty. Hi Betty. Ja, ich dachte, ihr wärt zu zweit, aber es hat nicht sollen sein. Der böse Creeper hat Nägel mit Köpfen gemacht. Ich muss sie auch langsam aus der Höhle wirklich ausziehen. Das ist nicht mehr ganz so toll. Jetzt muss ich mich erst noch mal wieder in die Minecraft-Steuerung einfügen. Man ist doch da so ein bisschen Seven Days to Die verseucht. übrigens das mit dem CT-Ding. Das stimmt nicht ganz. Das ist noch nicht der Keller, wo wir sind. Sondern das ist eigentlich noch der erste Stock. Quatsch, noch nicht mal der erste Stock. Der Keller sieht noch viel schlimmer aus. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Ja, hier ging es lang, jawohl. Ich nehme mal sicherheitshalber ein Schwert in der Hand. Hatte ich mir eigentlich ein neues gemacht? Ja, hatte ich. Wo ist eigentlich die Katastrophe letztes Mal passiert? Ich habe leider nicht mehr nachgeguckt. Ich bin schon wieder neugierig. Aber ich glaube, hier war nur ein kurzer Durchgang, genau. Ich glaube, das war drüben hier auf der anderen Seite dieses Felsens im Wald. Eigentlich müsste ich da noch ein großes Creeperloch sehen. Nein! Vincent lebt ja doch noch. Hi Vincent. Wo bist du denn die ganze Zeit geblieben? Ich dachte, der Creeper hätte dich erwischt. Hey, Vincent und Betty. Okay. Als nächstes können wir eine Hundezucht starten. Aber erst sammle ich mal ein paar Eier. Ja, das finde ich ja klasse. Also echt, ich hatte dich schon aufgegeben. Vincent. Na, kommt mal mit. Ich denke, wir gehen mal auf die Baustelle und gucken, wie es da aussieht. Boah. Also ich hatte Vincent schon aufgegeben, als der nicht mit uns nach Hause gekommen war. Ja, sehr cool. Ah, Fisch. Fisch. So saftig frisch. Ich meine, das ist mit der rechten Maustaste. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Da bräuchte ich wahrscheinlich... Was?
Zombie? Habt ihr das gehört? Hier sind irgendwo Zombies. Aber wahrscheinlich unter uns. So, jetzt gucken wir erstmal, wie es hier aussieht. Ich glaube, ein Dach hatte ich schon drauf. Naja, so halbwegs. Und das nenne ich noch nicht wirklich Dach. Das geht nicht. Das müssen wir noch ein bisschen schöner machen. Ich wollte hier oben eigentlich so den ersten Stock machen. Das wird mein Schlafzimmer. Und hier werde ich mich dann weiter in den Keller buddeln. Und unter dem Keller machen wir dann noch einen Keller, nicht wahr? Ja, du mich auch, Mu. Mu to you too. Ja, das könnte passieren. Ich glaube, das habe ich schon mal geschafft. So, Eier weg. Bone Meal haben wir auch schon. Die packen wir weg. Also bis jetzt habe ich die Hunde immer nur mit dem Nametag verkloppt. Leider habe ich immer noch nicht recherchiert, wie das eigentlich mit dem Nametag ging. Aber das kriegen wir schon noch raus. So. Oh, Holz habe ich nicht mehr viel. Ich glaube, erstmal suche ich mir ein paar Bäume. Es ist doch immer das Gleiche. Egal, welches Spiel man spielt. Erst fängt man immer an, Bäume umzuhauen. Aber immerhin muss man sagen, Minecraft hat damit angefangen. Ah, guck mal hier, ein richtig schöner großer Baum. Den nehmen wir uns mal vor. Der gibt Holz. Na? Schaffe ich das? Ja. Yeah. So. Die großen Bäume, die finde ich auch richtig toll. Ich habe früher mal ein sehr schönes Minecraft-Mod gespielt. Also falls jemand von euch überhaupt Minecraft so weit affin ist, dass er das länger gespielt hat. Es gibt einen fantastischen Mod, der heißt Twilight Forest. Und da gibt es die größten Bäume aller Minecraft-Mods überhaupt. Ich glaube, größer geht gar nicht. Die oder beziehungsweise der Macher des Mods, der hat, glaube ich, sogar den normalen Erdboden um 30 Blöcke herabgesetzt, um eben diese großen Bäume unterzubringen. Und ich habe es geliebt, in diese Bäume, da konnte man im Innern der Stämme hochklettern, bis quasi fast über die Wolken. Und dann konnte man da ganz oben fantastische Baumhäuser bauen. Da habe ich mir immer ein tolles Baumhaus gebaut mit einer Aussicht. Das war fantastisch. Klack. Und ich habe keine neue Axt. Ach, was soll's. Und Minecraft. Ups, ouch. Das Survival-Spiel mit der am schnellsten herzustellenden Werkbank. Und es wird schon wieder dunkel. Und eine schöne Iron Axe. Bloß kein Holz liegen lassen. Mist. Gleich kommen wieder die Creeper. Ich glaube, wir verziehen uns mal ins Haus. Ich hätte eigentlich schon sogar das Bett mitnehmen können. Da hätte man einfach die Nacht verschlafen können.
Und ein Pferd. Das holen wir uns auch noch. Nee, ich bin irgendwie bis jetzt immer noch der Einzige, der ernsthaft Minecraft spielt. Beziehungsweise wieder angefangen hat. Ja, prima. Kommt rein. So. Einmal Sitz und nochmal Sitz. So, und jetzt können wir in aller Ruhe arbeiten. Wenn unten die Zombies rumtoben, mir doch egal. Und... das klassische Springtraining. Das Schöne ist, wenn man das hier einmal gekonnt hat, dann kann man es für 7 Days to Die auch. So. Oh, jetzt habe ich aber die falschen Steine. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Ich würde natürlich gerne hier mit dem Granit weitermachen. Ihr bleibt mal gerade hier drin. Aber es ist ruhig. Zu ruhig, würden einige sagen. Ah, da steht schon der erste Creeper. Diorit. Glas nehmen wir auch gleich mit. Und da kommen die Zombies. Einen können wir mal. Und rein. Und tschüss. Edgy Badge. Ja, in 7 Days to Die hätte ich jetzt Probleme. Hier machen sie ein bisschen Krach, aber sie kommen nicht rein. Jetzt könnte ich sie von hier oben noch abschießen. What a mess. Balkon hätte ich natürlich auch noch ganz gerne. Ich überlege gerade, wo ich den wohl hinsetze. Ah, das ist eine Idee. Inklusive Creeper. Solange der nicht explodiert, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ach, genau. Balkon natürlich schön. Mit Ausblick auf den See. Beziehungsweise, das scheint sogar eher ein Meer zu sein. Ich glaube, hier gönne ich mir auch ein schönes großes Fenster. Genau, das sieht doch gut aus. Okay, ich habe kein Material mehr. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. In der Zwischenzeit kann ich mir schon mal den ersten Keller vornehmen. Eine Schaufel habe ich doch heute schon. Ja. Oh, was habe ich? Habe ich hier Löcher gelassen? Offensichtlich. Aber das werden wir stopfen. Ja.
So. Wir kaufen heute nichts. Tut mir leid. Der Selbstbedienungsladen ist geschlossen. Hättet ihr Spaß draußen, aber da sind Creeper und das mache ich dann doch nicht. Ich riskiere es nicht nochmal. Das habe ich ja schon. Guck mal. Also zumindest unten. Oben habe ich jetzt zum Sehen etwas kleineres Fenster. Aber dafür kommt hier ein Balkon hin. Und ich denke, das reicht als Panorama. Aber das hier unten ist doch klasse. Wenn der Zombie nicht stören würde. Ah. Irgendwie mag ich die Minecraft-Grafik einfach. Die ist einfach schön. So, jetzt muss ich gerade gucken. Oh, Fackeln habe ich nicht mehr allzu viel. Denn der Keller soll ja nun nicht dunkel sein. Ich möchte ja nicht, dass... Oh, oh. Und hier sehen wir gleich den Keller unterm Keller. Der fängt hier ja schon an. Mist, das muss ich mir irgendwie markieren. Das ist mir zu unsicher hier. Da mache ich mal Planken hin. Und hier hätte ich natürlich noch einen schönen Stein. So. Ah, es wird ja auch schon wieder Tag. Okay, dann buddeln wir mal weiter. Oh, einen leckeren Apfel habe ich auch noch. Ich habe ein Skelett im Keller. Wie schön. Aber das stelle ich mir wirklich vor. Also da wird, also jetzt, ich muss auf der anderen Seite anfangen. Und dann baue ich mir noch einen Keller, der ist so ein bisschen versetzt. Und dann gibt es eine Panorama- Fensterscheibe im Keller, die in diese Ravinen runterguckt. Das stelle ich mir auch richtig cool vor. Eventuell sogar mit Glasboden, wer weiß. Vielleicht war das der Rand. Jetzt muss ich fast aufpassen erstmal. Hier geht's hoch, das war der Rand, okay. Können wir hier noch ein Holz setzen? Ah, und Feuer. Okay, wir gucken mal raus, was übrig geblieben ist. Ein paar verbrennende Skelette habe ich auch noch gehört. Vielleicht liegt ja irgendwo... Oh! Vorsicht, die Hundekiller kommen. Ich brauche eine Katze. Ah ja, hier. Zack, zack. Um die Spinne kümmern sich meine Doggies. Brav gemacht. Klasse. Jetzt muss ich nur noch auf den Creeper da hinten aufpassen. Beziehungsweise... Das ist was für Fernkampfwaffen.
So. Eine Gefahr weniger. Da kommt noch eine Spinne angewatzelt, aber tagsüber sind die Gott sei Dank nicht so aggressiv. Zombiefeuer, genau. Edgy Badge. Aua. Zisch. So, gerade mal was essen. Dann geht's auch gleich schon wieder besser. So, nehmt ihr noch die Spinne, euch noch die Spinne vor? Einmal aua. Einmal anditschen. Alles muss man selber machen, ihr Kinders. Ja, okay. Eine habt ihr ja gefangen. So, ich brauche Stein. Gab's doch noch. Genau, hier habe ich noch ein bisschen Andesit. Mal gucken, ob ich von hier auch in die Ravinen komme. Aber ich glaube, da müsste ich noch ein bisschen tiefer buddeln. Natürlich noch ein bisschen Marmor, den habe ich hier. Diorit heißt er hier. Der rote Stein hat Granit. Leider gibt es, außer sie direkt zu verbauen, für diese Steine noch keine. Du bist hier aber gefährdet. Das ist dir wohl klar, ne? Ja. So, ein bisschen brauche ich dann auch davon. Und dann brauche ich hauptsächlich Sand, weil ich ja auch viel Glas herstellen muss. Schon mal dabei sind. Ich brauche im Haus auch noch erstmal eine Kiste. Ey, wer von euch hat die Tür aufgelassen? Das geht ja nun gar nicht so. Halt. Eine schöne Kiste. So, da packe ich erstmal die Steine rein und alles, was ich zum Bauen brauche. Erde wird hinterher auch noch nützlich. Habe ich noch ein bisschen Holz? Ja, habe ich. Ja, es sollte reichen. So, falls ich nachher Hunger kriege. Kommt ihr raus oder nicht? Egal. So, ich brauchte ja außerdem noch Holz. So wie ich das sehe, brauchen wir später noch eine ganze Menge Holz, denn ich will mir natürlich auch noch eine Farm anlegen.
mit allem drum und dran. Und tschüss. Mehr als zwei Pfeile habe ich nicht. Oh. Das kann ja nicht sein. Da muss ich die irgendwo in die Kiste gelegen haben. Ja, diese großen Bäume, die bringen mehr Holz, aber es ist auch deutlich aufwendiger. Ah, nicht schon wieder. Man merkt, ich bin Minecraft-Spielen nicht mehr wirklich so gewohnt. Das wäre mir früher nie passiert. So. Kauern. Mal gerade gucken hier. Hi Leute. Und jetzt kann ich bis an die Ecke laufen, solange ich mich hinhocke und die Hinhocken-Taste gedrückt halte, dann kann ich einfach nicht von der Ecke fallen. Das ist gerade zum Bauen extrem praktisch. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen. Hehehe. Hi. Hi, Nick Shorty. Auch schon mal Minecraft gespielt? Da komme ich leider nicht mehr dran. Aber das ist ja kein Problem. Zumindest Schwerkraft. Die Schwerkraft ist in Minecraft definitiv nicht so ein Problem. Bis auf wenige Ausnahmen. Die sind dann natürlich ernsthaft. Und das mit dem Blattwerk ist auch so eine Sache. Normalerweise zerfallen die Blätter, wenn man den Stamm abgehauen hat, mit der Zeit automatisch. Allerdings nicht, wenn sie Kontakt mit dem anderen noch gesunden Baum haben. Und ich möchte jetzt hier auch nicht zu viel fallen. Man kann sogar auf den Blättern gut rumlaufen. Falls man nirgendwo anders einen Schutz findet und es Nacht wird, kann man sich auch auf einen Baum retten und dann einfach im Blätterdach übernachten. Da lässt sich sogar noch ein bisschen drauf bauen. Eigentlich eine ganz praktische Sache. Oh, noch ein Apfel. Das ist ja richtig cool. Die fehlende Schwerkraft, wenn ich jetzt runterspringe, dann werde ich plötzlich ziemlich schmerzhaft merken, dass es doch sowas wie Schwerkraft gibt. Und ich hatte ja beim letztes Mal schon gesagt, als ich da fast in die Ravine gefallen wäre. Dass man niemals unter sich buddeln sollte und auch niemals über sich. Denn es könnte sein, es gibt zwei Blöcke, die tatsächlich runterfallen. Und das ist einmal Sand und einmal Kies. Und wenn man so einen ganzen großen Block Kies über sich hat und direkt über sich buddelt und der Kies fällt auf einen drauf, das könnte final sein. Da wäre ich nicht der Erste, der deswegen gestorben ist in Minecraft. Und die Tage vergehen einfach viel zu schnell. Den nehmen wir mal mit. Und morgen muss ich mal dran denken, dass ich mein Bett mal hole, dass ich das schon mal aufstelle. Tschüss.
Aber in Minecraft gibt es teleportierende Hunde und Katzen. Hallo? Einer draußen, einer drin? Scheiße! Scheiße! Ah! Ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Bullen oder Creeper. So viel zum Thema. Die Gebäude sind für die Ewigkeit. Nicht, wenn ein Creeper was zu sagen hat. Mist. Egal, können wir auch wieder reparieren. Aber erstmal gucken, ob nicht ein zweiter Creeper in der Nähe ist. Nur Mr. Flitzebogen. Hat er ausgerechnet meine Tür weggehauen. Okay, wir brauchen noch eine Katze, das kommt auf die To-Do-List. Katzen haben den Vorteil, dass sie Creeper verjagen können. Halt. Eigentlich müsste ich woanders noch Türen haben. Genau. Ja, das machen wir noch wieder schön. Kein Pro. Okay, du passt draußen auf. So, damit sind wir wieder sicher. Hoffe ich jedenfalls. Okay, die paar Flitzbogenmännchen, um die mache ich mir jetzt nicht ganz so viel Sorgen. Dann kann ich jetzt in aller Ruhe das mal oben ein bisschen weiterbauen. So, das wird ja die Tür. Mache ich auch noch ein Fenster? Ach, warum nicht? Ein kleines können wir uns noch gönnen. Ja. Das mache ich mal hier ein bisschen kleiner, denn hier brauche ich nicht unbedingt ein Fenster. Nee, das ist zu klein. Das sieht nicht gut aus. Ja, leider. Also, aber das ist immerhin korrekt. Bei einer Explosion gehen zuerst ja mal die Scheiben zu Bruch. Da wir aber hier am... Kinders, das ist doof. Schubsen die mich doch. Denn was wir brauchen, ist hier hauptsächlich Sand. Ich gehe mal sicherheitshalber ins Wasser. Das ist immer ein Vorteil, wenn Creeper im Wasser explodieren, machen sie zumindest keinen Gebäudeschaden. Kinder, könnt ihr euch mal um den Zombie kümmern? Danke. Hunde sind unglaublich praktisch. Einmal antitschen und der Rest läuft für automatisch. Da haben wir ihn wieder. Master Creeper, I come.
Aber Hunde in unmittelbarer Nähe eines Creepers, das finde ich wieder sehr unschön. Ja, da hatten wir was. Damit haben wir zwei verletzte Hunde, aber immerhin noch nicht tot. Komm mal schnell wieder rein. Und hier habe ich natürlich kein Fleisch. Oh. Was war das denn? Das Geräusch hatte ich ja noch gar nicht gehört. Wer grunzt denn da so komisch? Ein Baby zu... Ach! Ein Chickenreiter. Er reitet auf dem Hühnchen. Ja, das müssen wir uns ja doch mal angucken. Zumindest durch das Fenster. Die kommen halt selten vor, aber sie kommen vor. Genauso wie es auch Skelette gibt, die auf Spinnen reiten. So ein Spinnenreiter, der ist allerdings auch recht selten. Wo ist er denn? Jetzt muss ich doch von oben gucken. Hier ist er nicht. Hier ist nur die Spinne. So, jetzt nehme ich mal wieder den Trick, dass ich hier nicht runterfallen kann. Da ich die Shift-Taste mit dem Daumen drücke und die ständig drücke. Ach, guck mal da, da haben wir einen Unterwasser-Zombie. Der war das wahrscheinlich eben mit dem Geräusch. Die gab es früher auch nicht. Naja. Okay, ich setze schon mal ein bisschen. Einen Fisch haben wir. Leider fressen meine Hunde keinen Fisch. So, und wir machen uns noch ein bisschen Glas. Halt, irgendwo hatte ich noch fertiges Glas. Jawohl. Und aus dem machen wir neue Glasscheiben. Um erstmal hier die Fenster wieder zu reparieren. Hier ist alles heile. Hier ist alles heile. Okay, das hätte schlimmer ausgehen können. Da ist jetzt natürlich noch ein Creeper. Oh nein! Ja, so viel zum Thema. Diese verfluchten... Oh ja. Warte. Habe ich rohes Fleisch? Habe ich gekochtes Fleisch? Ach, armer Kerl. Wer bist du überhaupt? Ich sehe das Halsband nicht. Ich habe doch nichts mehr zu essen. Ja. Ach, ich kann aber Rotten Flesh benutzen. Komm mal her. Halt das? Es kann aber sein, dass das nicht heilt. Doch, halt. Jetzt weiß ich, wozu Rotten Flesh wirklich gut ist. Nee, die Creeper verbrennen leider nicht bei Sonnenlicht. Die bleiben. Das ist das Blöde an der ganzen Sache. Sie bleiben nicht lange, aber sie bleiben. Eine gewisse Weile und irgendwann despawnen sie. Deswegen ist der Creeper ja auch das Wahrzeichen von Minecraft. Das meist gehasste Wesen. Auf der anderen Seite dann aber auch irgendwie wieder verehrt.
Aber ich glaube, die meisten Tode, die ich in Minecraft gestorben sind, die habe ich Creepern zu verdanken. Wenn man nicht so drauf aufpasst und das leise nicht hört. Und dann hört man nur noch das Zündgeräusch und dann hat man 1,5 Sekunden. Und wenn man Pech hat, sind es 2 Creeper. Das habe ich also schon mal gehabt. Ja. C'est la vie. So, meine Punkte sehe ich. Und hier sind meine ganzen Klamotten. Die sind Gott sei Dank noch nicht despawned. Oh, ja, 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 ja. Ach ja, und wenn man stirbt, hinterlässt man das nicht ganz brav in einem Rucksack oder so. Hier schwimmt noch was. Sondern es wird über die ganze Gegend verteilt, wie ihr hier so schön seht. Na, jetzt darf ich mit Sicherheit wieder Fenster reparieren. Ah, klar. So, jetzt mache ich diese Creeper-Löcher aber erstmal zu. Hier ist das Haus auch leicht beschädigt. Aber kein Problem, das lässt sich ja alles wieder reparieren. Euch geht's wieder fast ganz gut. Irgendwie Rotting Flesh hatte ich hier doch noch, vergammeltes Fleisch. Ach, Kilowatt. Hier habe ich auch noch rohes Fleisch. Aber das hebe ich mir. Oh, habt ihr das leise Piepsen gehört? Und die komische Musik, das bedeutet, direkt unter uns ist eine Höhle. Das Piepsen deutet auf Fledermäuse hin. Und die Musik, das ist die sogenannte Höhlenmusik. Die deutet immer darauf an, dass da was in der Nähe ist. So, wer braucht denn noch was? Dein Schwanz sieht wieder okay aus. Du könntest noch einen Schuss mehr gebrauchen. Ach komm, machen wir uns noch mal einen Hund. So, bringen wir die doch mal in Liebesstimmung. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach so, macht noch Sitz. Und jetzt wird ein kleiner Hund gemacht. Ist der nicht niedlich? Hi. Vincent und Betty. Habt ihr fein gemacht? Ja. Ist der nicht süß? Komm mal mit dem Kopf da raus. Das ist doch nicht gut. Na, wie nennen wir dich denn? Hi. Oh, vergammeltes Fleisch magst du auch schon. Die wachsen also relativ schnell aus. Also so, ich denke mal, in 2 Tagen ist er groß, aber noch ist er ganz niedlich. Das müssten sie in 7 Days to Die noch hinkriegen. Das wäre ja zu cool. Ich nenne dich Rover. R wie Rudi. Fetti. Nein. Fetti. Das hört sich zu fett an, finde ich. Eigentlich ist er ja gar nicht fett. Findest du Rover doof? Das ist doch ein typischer Hundename. Wisst ihr, Rover passt. Der ist schon am Verduften. So. Jetzt will ich dann doch gerade erstmal das Haus reparieren. Ja. Was? Einfach zu kuschelig. Ihr steht mir im Weg. Danke.
Okay, das nächste, was ich noch bauen muss, ist jetzt natürlich eine Hundehütte, ganz klar. Hi, Rova. Er versteckt sich. Warte mal, das machen wir noch mal gerade hier. Schönes Screenshot. Ups. So, egal. Weiter. Fetti. So, Scheiben hatte ich ja noch. Jetzt habe ich schon wieder Inksacks hier. Das sind die Lebewesen in Minecraft, die am schnellsten und ohne Zutun des Spielers sterben. Das sind hier die Tintenfische. Die sind eigentlich völlig harmlos. Aber sobald sie irgendwie auf dem Trockenen landen, sterben sie und droppen halt diese Tintensäcke. Die sind aber ganz praktisch, wenn man mal irgendwas einfärben will. Okay, jetzt habe ich aber die Schnauze voll von Creepern. Das könnt ihr mir glauben. So, hier kommt auch noch ein Fenster hin. Feierabend, aber ich kann mir noch eins machen. Mit 6 Gläsern bekomme ich 60 Glasscheiben, 16, Entschuldigung. Und ich glaube, das könnte sogar reichen. So, und bevor ich jetzt was anderes mache, werde ich mir erstmal mein Bett holen. Kommt ihr mit? Ich laufe mal ein bisschen. Oh, und ich habe gesehen, dass ich meine Rüstung noch nicht angezogen habe. Die hat mich jetzt eben nicht vor dem Creeper beschützt. Das finde ich interessant. So, jetzt habe ich aber eine richtige Leibgarde. Es wird schon wieder dunkel. Die Pfeile haben hier nichts zu suchen. Knochen auch nicht. Ich tue mir gleich schon mal 2 Waffen hier auf die Tasche. Okay. Halt und den Bogen. I'm jogging. Oh, wie viele Hunde maximal gehen, Retrofreak? Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausgetestet, aber so wie ich Minecraft kenne, ad lib. Bis der Rechner zu langsam wird, um die ganzen Hunde zu, zu generieren. Also, beziehungsweise. Oh, nein, nicht schon wieder. Schnell hier rein. Jetzt schlafe ich erstmal gerade weg. Lupus was blown by Creeper. So, Bett mitgenommen. Jetzt gucke ich mal, was ich hier noch gebrauchen kann. Knochen kann ich mit Sicherheit gut brauchen. Ach ja, und ich habe hier schon eine Schallplatte. Aber eins nach dem anderen. Das nehmen wir auch noch mit. Goldenen Apfel haben wir auch schon.
Das ist noch nicht wichtig, aber das Glas nehme ich noch mit. Hier ist noch ein bisschen Sand. Den Granit, wer weiß, vielleicht brauche ich den ja doch. Ach ja, und Lehm gibt es auch noch. Also ich könnte mir auch Lehmziegel herstellen. Der Creeper ist immer noch da. Der Creeper ist weg. So, und wir hauen jetzt hier auch schnell ab. Hier haben wir noch Smoothstone. Hier ist nichts drin. Und ab durch die Mitte. Kommt ihr? Noch alles gesund? Rover ist auch eine Wasserratte. Aber der Tierzucht werden wir uns auch noch widmen. Wir haben hier noch Kühe. Die sind auch sehr praktisch. Sie geben Milch, sie geben Fleisch, sie geben Leder. Und wenn man wirklich Langeweile hat, kann man sich sogar der Pferdezucht widmen. Das ist in Minecraft auch relativ sophisticated. Es gibt, ich glaube, ich weiß nicht, also ein gutes Dutzend verschiedene Pferde. Und die kann man je nachdem sogar dann noch kombinieren. Und wenn man Esel findet, hat man noch mehr Glück, dann kann man nämlich Maultiere züchten. So, mal gerade etwas abladen. Diorit brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel. Oh, und mein Schild sollte ich natürlich ausrüsten. Das hat auch schon gelitten. Kinders, wollt ihr reinkommen oder wollt ihr draußen bleiben? Hallo? Ja, bleibt halt draußen. So, dann brauche ich auf jeden Fall viel Holz. Da mache ich mir erstmal Planken. Denn der Balkon, der soll schon aus Holz sein. Ach, weißt du was? Wir bauen den gleich ganz drum rum. Ein Umlaufbalkon. So. Tiroler Art. Oh, Namen Liane. Vielleicht kriege ich dich ja auch noch dazu, mal Minecraft zu spielen. So. Dann kann ich nämlich vom Balkon aus auch gleich dann das Dach bauen. Jawohl. Gut, dass wir hier in der Nähe genug Holz haben. Denn ich denke, ich werde auch ein Holzdach nehmen. Bin nur am Überlegen, ob ich dunkles Holz oder ob ich hier bei dem etwas helleren Eichenholz bleibe. Und ich glaube, eine Tür hatten wir noch. Die kann ich gleich oben als Balkontür benutzen. Jawohl. Ach so, nee, die wollte ich andersrum einbauen. Zack. So.
Okay, dann brauchen wir hier nur noch ein Geländer und natürlich ein Dach. Vincent, Vincent, komm mal her. Betty. So, Platz. Ja, Vincent, du kannst ja mal mitkommen. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Und es wird leider schon ein bisschen später. Ich nehme mal dunkles Holz. Schwimmen wir hier noch mal drüber. Ah, oder hier ist auch so viel Lehm. Aber ich glaube, Lehm sieht da nicht so toll aus. Dunkles Holz, denke ich, sieht besser aus. Oder was meint ihr? Dunkel finde ich besser, ja. Ich sehe, Retrofreak, wir haben einen Geschmack. Übrigens, Liane, ich hatte das eben schon gezeigt. Wenn man die richtige Taste drückt, kann man hier nicht runterfallen. Das wünsche ich mir noch bei Seven Days to Die. Das würde das Bauen enorm erleichtern. Hey, Rova. Hä? Du solltest doch eigentlich drüben bleiben. Naja. Das muss wirklich auf die Zeit aufpassen. So mancher Baumfäller ist schon vom Creeper überrascht worden. Einer geht noch. Zum Buddeln sollte man übrigens, wenn man nicht gerade eine Schaufel hat oder die Hände, irgendwas nehmen, was nicht abnutzt. Also im Grunde genommen alles, was man in der Hand hat. Ein Stück Holz, ein Stück Fleisch, ein Fisch. Ja, ja, das Bett habe ich dabei. Das war ja der Hauptgrund, weswegen ich eben schnell rumgelaufen bin. Aber ich habe ja auch schnell noch geschlafen, daher hoffe ich, dass es noch ein bisschen länger dunkel, hell bleibt. Dunkel bleibt. Tschüss. So, wie viel haben wir? Auch hier gilt natürlich, wenn man weiterhin Spaß an den Bäumen haben will, sollte man sie immer schön schnell nachpflanzen. Wer weiß, wie viel Holz wir noch brauchen. Immer der Letzte. Ich glaube, jetzt wird es langsam dunkel. Dann wird das hier auch der letzte Baum sein. So, graben kann man sogar mit Baumsetzlingen. Und rüber, ab ins Haus. Schnell noch ein paar Fische fangen.
Und hier hat man wieder mal die unheimlichen Teleportationsmöglichkeiten der Haustiere gesehen. Upp. Hallo Betty. Jemand mit ins Haus? Ja, komm, Betty, komm. Nicht in der Tür stehen bleiben. Ist auch doof. Eine Schaufel, die buddelt schneller. Das ist es einfach. Nur sie nutzt sich halt dabei ab und... So, jetzt werde ich erstmal schnell... Mache ich das Bett so oder so? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, so ist besser. So, dann schenken wir uns mal die Nacht. Ah ja, schon viel besser. Draußen brennen wieder die Zombies. Wow. Habt ihr noch Hunger? Da gibt's gleich verbranntes, vergammeltes Fleisch. Ah, und Pfeile für mich. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht schon wieder einem Creeper begegne. Das heißt, ich habe kein Problem damit, einem Creeper zu begegnen, aber ich habe Angst davor, dass er mir begegnet. Ja, ist das schon alles weg? War es das? Macht nichts. So, dann gucken wir mal. Guck mal, da hinten der Fels mit dem Lavafall, das ist auch schon sehr schick. Wapf. Ich glaube, ich habe noch einen Zombie im Keller. Ja, das hört sich dann auch an. So, jetzt habe ich mehr Glas, als ich brauche, aber... Obwohl, ich habe ja mit dem Glas auch noch was vor. Das Haus am See, genau. So, jetzt brauchen wir aber erstmal ein Dach. Das können wir noch besser. So, ich weiß nicht, ob das reicht. Mal gucken. Definitiv nicht. Dann hätte ich gern noch davon etwas. Und dann versuche ich mich mal als Dachdecker. So, das ist jetzt auch ein bisschen tricky. Aber jetzt kommt wieder der schöne Trick mit der gedrückten Shift-Taste. Ah, falscher Block. Da wollte ich hin. Und zack geht das um eine Ecke. Hier auf dem Glas ist natürlich kritisch, aber ich wollte das Haus jetzt nicht zu hoch machen. Sonst sieht es eher wie ein Turm aus. Ja, von denen brauche ich noch einige.
So, ja. Und jetzt kommt dann noch der Trick. Da kommen jetzt noch diese Half Slaps ran. Dann habe ich sogar einen zum Teil überdachten Balkon darunter. Hier lasse ich mir mal einen Aufgang. Na? Wieso geht das nicht? So geht's. Ich kann es ja auch mal mit der Schaufel versuchen. Just for science. Zack, zack. Also die Schaufel ist deutlich schneller. Und dann brauche ich noch eine Treppe. Die Treppe ist auch noch nicht fertig. Und natürlich Stufen. So, und eine Treppe, sage ich schon, eine Leiter. Die ist auch recht schnell herzustellen. Habt schon also einfach Sticks in Form eines Harzes setzen. Und dann haben wir eine Leiter. Aber für Minecraft-Anfänger, es gibt ja auch jetzt hier ein Rezeptbuch, wo man solche Sachen dann auch findet. Ich glaube, man kann auch suchen. Hallo? Sind die Leitern ja gar nicht drin. Showing all. Ah. Showing craftable. Da müssten doch irgendwo die Leitern sein. Also craften könnt ihr so auf jeden Fall. Und Knöpfchen könnt ihr auch noch machen. Buttons. So. Das ist doch besser. Das war die Sprungbautechnik oder Bausprungtechnik. So, jetzt brauche ich einmal gerade ein Hilfsblock. Der kommt natürlich später wieder weg. Ach, jetzt weiß ich auch noch, wozu ich das Glas brauche. Mein Haus kriegt nämlich noch ein Oberlicht. Das Haus am See, ja. Habe ich auch sofort dran gedacht. Reicht immer noch nicht. Zwischenzeit kann ich die nochmal verbauen. Autsch. Ach, egal. Ich will nur mal gucken, wie es aussieht von außen. Ich glaube, der Balkon ist ein bisschen zu groß geworden. Oder ich ziehe das Dach einfach noch ein bisschen raus. Das geht auch. Man sieht das nicht ganz so. Dachdecker, Rudi, genau. Jemand. Hi, Vincent. Wollt ihr auch rein? Dort denn nicht. So, ich hatte jetzt aber zumindest was zu essen. Einen gekochten Lachs habe ich noch. Hier müsste ein bisschen Brandmaterial, wollte ich schon sagen,
rein, da können wir noch ein bisschen mehr Glas herstellen. Und vielleicht kriege ich ja gleich noch meinen anderen Fisch gekocht. Mahlzeit! Da. So, hier muss ich mal gucken, allzu viel brauche ich nicht mehr. Aber ich glaube, von diesen halben Blöcken, diesen Slabs, brauche ich noch eine ganze Menge. Okay, Dachdecker geht wieder an die Arbeit. Ja, ich komme gerade so hin. Wow, auf dem Block. Perfekt. So, jetzt nehme ich normale Blöcke. So viel zum Thema Fallschaden. Jetzt muss ich mal überlegen. Direkt da, wo ich schlafe, hätte ich jetzt natürlich nicht so gerne ein Oberlicht. Warte mal, dafür machen wir das hier da weg. Blup. Der kommt sowieso weg. Ja, sieht doch ganz kuschelig aus. Noch ein bisschen Licht. Et voilà! Jetzt falle ich schon auf der Treppe. Ich habe heute die Fallsucht. Und jetzt brauche ich aber ganze Glasblöcke. Und schon habe ich ein Oberlicht. So. Ein paar Designfeinheiten, die fehlen hier natürlich noch. Unter anderem eine komplette Treppe. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube... Jetzt kommt hier nur der Trick, so zu bauen, dass man sich dann beim Treppe hoch und runter gehen nicht den Kopf einsteckt. Aber ich glaube, das ist hier okay. Und das mache ich ja auch noch zu. Könnt ihr mal die Spinne da platt machen? Leider tun sie das nicht, ohne dass ich von der Spinne angegriffen werde oder dass ich die Spinne einmal antitsche. Aber ich sehe da unter dem Baum, da lauert schon wieder ein Creeper. Und ich möchte jetzt nicht noch mehr Flurschaden riskieren. Brauchte man das ja gar nicht. Aber das reicht vielleicht auch. Dann noch ein paar Stone Slabs. Passt. Jawohl. Oh.
Aber da kann ich vielleicht später noch was hinstellen. Irgendwie eine schöne Vase oder so. Und hier sollte ich langsam auch mal für Beleuchtung sorgen. Natürlich im Keller. Okay, es wird sowieso dunkel. Dann nehmen wir uns jetzt der Kind den Keller vor, genau. Und der wird richtig aufregend. Andasit habe ich noch. Da komme ich dann später zu. Und mach damit die Kellertreppe. Die soll natürlich hier noch weiter runtergehen. Ja, schon wieder reingefallen. Und die Schaufel hätte ich jetzt auch ganz gerne. Denn wie gesagt, die ist deutlich schneller. Das wäre jetzt mit irgendetwas langsamerem dann doch etwas unangenehm. Und ich werde jetzt sehr stark aufpassen, dass ich nicht zu sehr nach unten buddle. Die Hauswand sein. Genau. So, das werden jetzt erstmal die Kellerwände. Und etwas tiefer wird der Keller natürlich auch noch, aber wie gesagt, hier drunter, da ist schon mein Keller unterm Keller. So, da brauche ich noch wieder meine Schaufel. Ja, auf den Keller unterm Keller, da bin ich wirklich gespannt. Das wird dann eine Aktion, aber da werde ich die Hunde nicht mitnehmen. Habe ich schon zu weit gebuddelt? Tatsächlich. Ah, hier. Hier ist Schluss. Gut, dass ich das Haus nicht allzu groß gebaut habe. Und schon ausgebuddelt. Jawohl. So, das ist die endgültige Höhe, die ich erstmal für den normalen Keller hätte. Und Fackeln immer nicht vergessen, denn sonst spawnen mir dann doch tatsächlich dann irgendwann mal Zombies hier drin. Und das muss ja nicht sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Höhe reicht oder ob ich hier noch einen künstlichen Boden einziehen muss. Ja, hier ist noch alles okay. Na, habe ich. Ach, nehmen wir erstmal die
Eisenpickaxe, die ist, man sieht schon, die ist auch deutlich schneller. Und der Keller ist ja fast fertig. Leute, nicht hier unten. Bitte, das könnte. Kannst du das mal lassen? Oh! Rover! Du bist ja groß geworden! Also ihr erkennt ihn definitiv noch an seinem roten Halsband. Oh, und ich habe die Treppe weg, die Hilfstreppe weggemacht. Aber das ist ja kein Problem. Hoffentlich nicht. Müssen wir erstmal die Treppe nehmen. Ja, hey Vincent. Irgendwelche Creeper hier in der Nähe? Nein. Sister. Rover, du siehst irgendwie nicht so gut aus. Du könntest noch was zu fressen vertragen. Na komm. Gönn dir was Leckeres. Ja, ich glaube, jetzt ist wieder halbwegs okay. Ich habe noch keinen Hunger. Ich kann mir noch den Lachs kochen. Es könnte höchstens sein, dass von der Wohngegend hier, also die Zombies in der Höhle hier in der Nachbarschaft, die sind so ein bisschen nervig. So, einmal gerade einen leckeren Fisch. Und dann brauche ich noch ein paar Stufen. Ihr bleibt bitte jetzt mal gerade hier oben. Und teleportiert nicht mit runter. Ja, und hier weiß ich. Ich hau den mal gerade weg. Da geht es sehr, sehr tief runter. Und ich muss mich nur mal kurz orientieren, wo ich mich da nachher runterarbeiten kann. Ich glaube, hier auf der gegenüberliegenden Ecke. Das sieht ganz gut aus. Dann nehme ich jetzt ein normales Stück Cobblestone. Das sieht sowieso keiner, weil da nämlich eine Treppenstufe hinkommt. So. Ah, Mist, jetzt komme ich da nicht dran. Toll. Jawohl. Und die Treppe ist fertig. Und ich komme sogar überall durch. So, hier finde ich es besser. Jetzt hole ich mir nochmal hier das Andesit. Damit ich wenigstens einen gleichmäßigen Keller habe. Oh, Kohle.
Ach, ich wollte ja sowieso nach unten. Was soll's? Jetzt bin ich mal gespannt. Aus dem Keller ist plötzlich eine Mine geworden. Ich grabe mich lieber erstmal in dieser Richtung weiter. Die Zombies müssen direkt irgendwie aber unter mir sein. Die sind so laut. So, dann habe ich wenigstens einen schönen gleichmäßigen... Naja, doch noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte einen schönen gleichmäßigen Keller. Noch nicht. Jetzt aber. Okay, und hier wird's interessant. Zombie-Schmorb. Rover! Wo ist er denn? Ach, die sind draußen. Nur der treue Vince ist hier. Von dem ich ja schon gedacht hätte, der wäre beim letzten Mal draufgegangen. Gott sei Dank ist er mir erhalten. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die müssten wir bei Zeit mal einpflanzen. Was zu essen brauchen wir. Knochen brauchen wir nicht. Das Crafting Table. Wasser nehme ich jetzt auf jeden Fall schon auf der Tasche. Ganz so viel Erde brauchen wir eigentlich auch nicht. Sand könnte ganz hilfreich sein, gerade wenn man mal in solche Ravines absteigt. Außerdem gibt es noch einen wunderbaren Trick mit Wasser. So, ein bisschen Holz nehme ich aber mit. Smoothstone brauche ich auch nicht. Aber was ich natürlich noch mehrfach brauche, sind einfache Spitzhacken. So. Denn die Eisenspitzhacke, die möchte ich mir eventuell für was Besseres aufheben. Kohle lasse ich natürlich nicht liegen. Das ist wertvolles Gut. Nur jetzt heißt es auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht direkt unter sich gräbt. Ich glaube, die Zombies, die kommen doch irgendwo aus dieser unterirdischen Schlucht, aus der Ravine. Wow, das hört ja gar nicht mehr auf. So eine Diamantenader, das wäre ein Träumchen. Das hört ja gar nicht mehr auf hier, Mann. Das ist wirklich Kohle für eine lange Zeit oder für große Projekte.
Ja. Auf der anderen Seite, wir wollten uns ja sowieso einen Keller machen. So, erstmal muss ich gerade noch wieder hochkommen. Okay, das klappt. Und gleich die nächste Überraschung, Eisen. So, hier komme ich durch. Gut. Ich glaube, mein Bauplatz, der war wirklich nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Es lohnt sich. So, in der Richtung wird gegrunzt. Ich mache mir hier mal sowas wie einen Seitenstreifen. Ach, da ist er. Und guckt euch die ganzen Viecher hier an. Hier ist richtig was los. Ah, ja, so viel zum Thema. Okay, das wird mein Keller unterm Keller. Richtig cool. Ich muss hier nur aufpassen, weil die Skelette halt Fernkämpfer sind und die haben eine erstaunlich hohe Trefferrate. Oh. Hunde? Hunde? Die anderen beiden sind draußen. Das riskiere ich jetzt nicht, dass die mir eventuell unten in die Ravinen folgen. Sitz. Sitz. Okay. Puh. Hunde und Lava vertragen sich nämlich überhaupt nicht. Das ist also genauso schlimm wie Hunde und Creeper. Da ist noch Eisen, da ist Kohle. Und ich schätze, da unten sind noch ganz andere Sachen zu finden. Öx, was ist denn eine Samario-Quelle? Hundi gebacken. Nein. Das ist eine Spezialität von 7 Days to Die. Gebackene Hunde. Na, ich glaube, das Dach lege ich hier noch ein bisschen höher. Thank you.
Und in der Richtung, da könnte ich dann auch mal versuchen, hier einen Abgang dann zu machen. Markiere ich mir hier gleich schon mal. So, den Raum können wir noch ein bisschen größer machen, denn jetzt habe ich hier richtig Platz. Noch ein paar Fackeln. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Jetzt gucke ich mal, wie viel Glas ich noch habe. Das sollte reichen. So. Damit hätten wir einen Keller mit Panoramablick in die Ravinen. Und wartet erstmal, bis wir da unten sind und alles beleuchtet haben. Ich glaube, das könnte ich ja sogar noch größer machen. Jawohl. Kuckuck. Beziehungsweise auch noch ein bisschen höher. So. Nur damit es schön aussieht. Ach, ich glaube, das Feintuning, das mache ich nochmal später. So. Theoretisch könnte man das noch ein bisschen rausziehen und dann noch ein Glasboden machen. Das wäre natürlich noch cooler. Nee, ich mache hier lieber eine neue Wendeltreppe. Denn die kann ich einfach nur ins Gestein schlagen. So. Erstmal so. Die lasse ich jetzt hier runtergehen, die Wendeltreppe. Macht nichts, wir haben noch genug Äxte. Halt, die wollte ich mir aufheben. Es gibt nämlich in Minecraft sehr wertvolle Mineralien, die sich aber nur mit der entsprechenden Spitzhacke abbauen lassen. Also für Gold zum Beispiel. Also zum Beispiel eine Holzspitzhacke, da kann man vielleicht gerade noch Kohle abbauen, aber für Eisen reicht die nicht, da braucht man schon Stein. Und wenn man Gold abbauen will, dann braucht man schon eine Eisenspitzhacke. Und Licht braucht man sowieso immer. So. Ich glaube, den nehme ich hier mal als zentralen
Pfeiler, okay. Und später gibt es sogar ein Mineral, dafür brauche ich eine diamantene Spitzhacke. Und dann wird es erst richtig spannend. Übrigens, jetzt bin ich schon mal gespannt, wie tief ich überhaupt bin. Da gibt es die berühmte F3-Taste, die eine ganze Menge Statistik einem vermittelt. Da hier wimmeln haufenweise Zahlen, wobei aber die XYZ-Koordinaten, die stehen so ungefähr in der Mitte auf der linken Seite. Und davon ist die mittlere Zahl, die Y-Zahl, besonders interessant, denn die gibt mir an, wie tief ich bin. Und ich bin momentan auf Tiefe 44. Das bedeutet, dass ich noch 44 Blöcke bis zum Grundgestein, bis zu Bedrock buddeln kann. Und richtig spannend wird die Sache, alles was unter, ich glaube, unter 16 oder unter 24 ist. Ab da gibt es Gold und eventuell sogar Diamanten. Diamanten sind am spannendsten. Und am seltensten, logischerweise. Aber mit Diamanten kann man dann wirklich richtig tolle Sachen machen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe eine Schallplatte. Aber ich habe noch keinen Schallplattenspieler und für die, beziehungsweise für den brauche ich Diamanten. Irgendwie auch logisch zum Abtasten. Gucken, wie tief ich jetzt hier auf die Schnelle noch komme. Kopffreiheit will ich immer haben. Ich höre jetzt schon Wasser rauschen. Und da unten gibt es natürlich viel Feind. Ist ja gut. Schön. Ich glaube, wenn ich mich in die Richtung hier buddeln würde, dann mal gerade gucken. 33. Also ich bin noch relativ hoch. Ich weiß aber nicht, wie tief die Ravine wirklich ist. Es kann auch sein, dass der Boden der Ravine relativ ja, der liegt auch noch relativ hoch, denke ich mal. Ja. Ich könnte ja mal gerade hier noch ein Ich glaube, ich mache mir erst noch ein paar Äxte. Beziehungsweise Spitzhacken. Hi Leute, tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen für euch langweilig ist, aber unten ist es spannender. Ach, Steine habe ich ja reichlich. Erstmal bauen wir noch Sticks. Ach, ich habe ja sogar noch ein Crafting Table, mit dem könnte ich also jederzeit irgendwo hinstellen und dann ist das egal. Ach, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht hauen. Ich gucke mal gerade, wie das mit Nahrungsmitteln ist. Oh, hi. Könntest du mal bitte verbrennen?
Danke, Jungs, aber die... Ich seid schon wieder dicht daran gerutscht, ne? Ah! Nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Eieiei. Immer den gleichen Käse. Oh. Hier ist wenigstens kein Hund. Und kein Spieler verunglückt. Also dieses Schild, das haben sie ja auch. Das gibt es ja auch noch nicht allzu lange. Aber das ist tot praktisch. Also besser praktisch als tot. Öx, schlaf gut. Danke fürs Zuschauen. Hauptsache, der Spieler hat Spaß genommen. Ich könnte ja... Komme ich da dran? Nee. So. Oh, was sehen denn meine entzündeten Augen? Ein Enderman. Mal gucken, ob er mich sieht. Nee, er sieht mich nicht. Schade. Also für die Leute, die diese schwarzen Figuren da unten noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, das sind recht gewalttätige Burschen, die einen aber nur dann angreifen, wenn man ihnen in die Augen blickt. Und das bedeutet, wenn man hier mit dem Zielkreuz ihnen auf die Augen visiert. Das funktioniert ja scheinbar nicht, weil er sich schön versteckt. Tja, ich glaube, das geht schneller, wenn ich mich hier runterbaue. Oder den Trick am Ende. Yay! Das ist der sogenannte Wasserfall-Aufzug. Da seht ihr übrigens eine Fledermaus. Hey! Hi, Fledi. Und dafür können wir uns das Wasser da holen. Ach, da ist er. Jetzt muss ich aufpassen. Die sind, wie gesagt, recht schwere Gegner. Aber es gibt einen Trick. Der lautet... Ihr seid kleiner als der Enderman. Der Enderman ist nämlich 3 Blöcke groß und der Spieler nur 2. Jetzt machen wir mal sauer. Er zittert schon. Oh, er ist sauer. Na, dann komm her. Und er hasst Wasser. Du hast doch Platz. Du könntest hierhin teleportieren. Denn, also, das machen sie auch noch ganz gerne. Die teleportieren. Aber irgendwie traut er sich hier nicht hin. Nein, ich schon wieder. Glas weg. Ich mache ihm hier mal ein bisschen Platz. Vielleicht traut er sich dann hierhin zu teleportieren. Hier hat er Platz. Ehrlich nicht? Aua. Ah, deswegen. Das kommt davon. Also es steht äußerst ungünstig. Wie gesagt, Endermen mögen überhaupt kein Wasser. Und ich weiß nicht, wie viel Platz er zum Angreifen wirklich braucht. Es könnte sein, dass er jetzt jeden Augenblick hier plupp macht. Und dann kann ich mich hier in diese
zwei Block hohe Höhle verziehen und ihn von da aus relativ gefahrlos angreifen. Ja, tut mir jetzt irgendwie schon wieder leid. Ich weiß nur, dass ich ihn früher oder später dann doch auf den Kopf kriege. Ich frage mich nur, was passiert, wenn ich das hier mache. Dann verschwindet er ganz. Also du hast hier wirklich genug Platz. Ich will nur nicht, dass du mich gleich eventuell irgendwo in der Lava schubst. Wo ist er? Und ganz unten. Da tobt er rum. Enderman mit Wasser besiegen. Was ganz Neues. War's das? Nee. Er gibt nicht auf. Cheater. Ich nutze nur die Gegebenheiten der Spieler aus. Und wenn er nicht hochkommen will... Mein Fahrstuhl hier gebe ich nicht auf. Andy. Ah, nee, nee, der ist nur teleportiert. Das glaube ich nicht. Ich traue dem Frieden nicht. Na, egal. Gehen wir mal weiter runter. Jump. Und wir sind auf... Ja, ja. Und da kommen gleich die... Und verstecken. Schade, dass hier unten jetzt kein Skelett ist. Zack. Ja. Einer weniger. Aber ich wusste, es geht hier noch deutlich tiefer runter. Hier geht es jedenfalls hoch. Und hier haben wir Gold. Jawohl. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wie tief ich eigentlich bin. Ich bin jetzt immer noch auf Ebene oder auf Höhe 29. Das heißt, es geht doch noch um einiges tiefer runter. Die Lava gefällt mir hier nicht ganz so. Die bringen wir mal so ein bisschen in Sicherheit. Ansonsten ist Lava eine schöne Sache, solange man nicht reinspringt. Es bietet nämlich Licht und auch einen gewissen Schutz gegen... Bobs. Und da ist Kohle ohne Ende. Und vielleicht sind da auch Diamanten. Aber für Diamanten sind wir fast noch zu hoch. So, jetzt versuche ich mal den Wasserfall hier ein bisschen zur Raison zu bringen. Na?
Das müsste doch klappen, oder? Sieht gut aus. Hier fließt noch ein bisschen was, aber egal. Oh, hallo, Herr Zombie. Autsch. Hinter mir ist ja noch nichts. Okay. Denn hier muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, denn sie stehen ja auch relativ hoch. So freiwillig in den Tod springen die Minecraft-Mobs eigentlich auch nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und er stand im Wasser. Und man sieht, nichts passiert. Besser hätte es nicht laufen können. Hier mache ich auch noch ein bisschen Licht. Wow, wie tief ist die denn? Die geht aber ganz schön weit. Oh, oh, oh. Booby Trap. Und das war wieder ein fallender Creeper. Da, falsche Richtung. Ja, Flurschaden gibt es durch Creeper reichlich. Wow, hier ist noch eine ganze Menge mehr los, als ich dachte. Wie spät ist das eigentlich? Oh. Das sind dann manchmal die Spiele, die dafür sorgen, dass man 2 Stunden spielen wollte und dann plötzlich 4, 5 Stunden gespielt hat und immer noch nicht aufhören kann. Weil Minecraft hier also teilweise recht gnadenlos ist und einem immer wieder was Neues anbietet. Und wir sind jetzt noch nicht mal auf den eigentlichen Level, der uns wirklich interessiert, gekommen. Ich nehme hier schon mal mit, was da ist. Eisen können wir immer gebrauchen. Nicht schon wieder. Ah. Ich brauche bald ein neues Schild, wenn das so weitergeht. Egal, also er hat uns auf jeden Fall insofern Gefallen getan, dass er hier uns ein bisschen Buddelei erspart hat. Ich werde nur dafür sorgen, dass wir immer den Weg zurück auch haben. Also das ist jetzt... Oh Mann. Jetzt reicht es mir langsam mit den Creepern. Zwei Pfeile, das reicht nicht. Okay, für die nächste Sitzung brauchen wir ganz dringend Pfeile. Und damit das bedeutet, wir brauchen Federn. Und das wiederum bedeutet, wir brauchen eine Hühnerfarm. Lightworks ist leider kein Open-Source-Programm. Das ist sogar, ich denke mal, verhältnismäßig teuer, oder man muss es abonnieren. Ich glaube, man kann es aber auch kaufen, ne? Halt, hier brauche ich, wie gesagt, jetzt die Eisenpickaxe.
Und ich habe neue Rezepte für Gold. Jawohl. Kein Zischen? Okay. So, hier geht's hoch. Dann brauche ich auf jeden Fall noch Fackeln für unseren Weg nach unten. Ich glaube, das Diorit schmeiße ich jetzt mal weg. Oh, Skeletti. Na, hier ist aber auch richtig was los. Jetzt kommt noch ein Witz. Teilweise prallen die Pfeile nämlich von dem Schild ab und treffen die Zombies. Ja, so klappt das leider nicht. Ah, jetzt hat er einen Zombie getroffen. Und das findet der Zombie gar nicht witzig. Danke, Zombie. Ja, da kraucht aber noch mehr rum. Eine Spinne. Da ist, glaube ich, noch Gold. Erstmal schnell wieder einen Aufweg verschaffen. Gut, alles gut. So. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe hier Lava, ich sehe Wasser, ich sehe Gold und ganz hinten sehe ich Diamanten. Fantastisch. Trotzdem gucke ich erstmal gerade hier hin. Hier ist noch reichlich Gold. Nicht, dass ich von... Ja, solche Überraschungen bekomme, ich weiß. Dann nehme ich schnell nochmal das Gold mit. Und dann werden wir mal gucken, ob wir an die Diamanten rankommen. Das sollte kein Problem sein. Und deswegen immer in die Höhle gehen, wenn ihr in eine Höhle geht oder möglichst tief geht. Nehmt einen Eimer Wasser mit. Und ihr seht, so wird man der Lava Herr. Leider geht dabei auch das Licht leider flöten. Das ist dann nicht so schön. Und das schwarze Zeug, was ihr jetzt hier seht, das ist Obsidian. Und das werden wir später auch noch brauchen. Und um Obsidian abzubauen... Hier mache ich gerade so einen Block hin, damit ich nicht selbst in die Lava falle. Oh. Oh, 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 oh. Halt. Hätte ich mal die Lava nicht dicht gemacht. Danke für die Pfeile. So, ich brauche hier dringend Licht. Oh, und ich brauche dringend was zu essen. Hier sperren wir mal das Wasser so ein bisschen aus.
Ja, und jetzt gucken wir noch mal gerade. Wir sind jetzt genau auf Level 11. Das ist der berühmte Lava-Level. Also wenn ihr euch in Minecraft nach unten buddelt, dann werdet ihr auf Ebene 11 immer eine große Chance haben, dass ihr eben eine Lava-Ebene trefft. Also wo große Mengen Lava in Form von Seen oder so vorhanden sind. Na, das kann doch wohl nicht nur ein Block sein. Das ist tatsächlich ein Block. Okay. Auch Diamanten kann man alle, kann man nur mit einer Eisenaxt abbauen. Und da ist er. Diamonds Advancement. Yeah. Ich hoffe trotzdem, wo einer ist, sind vielleicht auch noch mehr. Es lohnt sich also, in der Gegend so ein bisschen rumzubuddeln. Da ist irgendwas ins Wasser gesprungen. Und das ist wahrscheinlich nicht freundlich. Ah, ein Zombie. Na komm. Was hat der denn da fallen lassen? Nee. Hier haben wir übrigens das berühmt-berüchtigte Redstone. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Oh. Das hätten wir gerne mitgenommen, wenn es nicht da durch diese Felsritze in die Lava geflossen wäre. Aber Redstone, denke ich mal, werden wir noch ein bisschen mehr finden. Gleich ist übrigens auch mein Schwert. Jetzt wird es mir langsam zu kritisch hier. Keine Bange, wir kommen wieder. So, hier geht's zurück. Denn jetzt muss ich dringend was essen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh oh. So. Ja, Zombie, heute spiele ich nicht mit dir. Das ist natürlich immer gut. Danke, dass du den... So. Irgendwas gurgelt hier noch. Es gibt neuerdings auch ertrunkene Zombies. Und Creeper en masse. Und das Gold nehmen wir natürlich noch mit. Und jetzt kommt der Schöne. Man kann Wasserfälle hochschwimmen. Und ruckzuck sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Puh. Jetzt brauche ich dringend erstmal was zu essen. Dass ich wieder heile. Aber das war auf jeden Fall schon ein sehr ergiebiger 22 Gold. Wow. Kann ich gleich schon mal einschmelzen. Und ein Diamanten. Der reicht auf jeden Fall, um Schallplattenspieler zu bauen. Das ist schon mal auch nicht schlecht. So. Ja, für euch habe ich jetzt Futter, aber für mich nicht. Da muss ich jetzt noch ein bisschen... Ich könnte die Äpfel essen, aber...
Ich würde lieber angeln gehen. Ja. Oder ich habe hier noch was drin. Ach, hier. Hier habe ich noch Fisch und hier habe ich noch ein bisschen Hühnchen. Das kommt natürlich auch erstmal auf den Herd. Sorry, Eisen. Das leibliche Wohl ist jetzt im Augenblick wichtiger. Aha, gebratenes Hühnchen, lecker. Gute Nacht, Liane. Schlaf gut. So, jetzt habe ich wesentlich was zu essen. Mahlzeit. Ah, was für eine Aussicht. Nee. Wieso habe ich denn jetzt das Schild? So. Ich wollte was essen. Und das Schild muss ich jetzt natürlich, ich glaube, ich kann mir gleich ein neues Schild bauen. So, wieder volle Gesundheit. Jetzt gucke ich mir das nochmal von meinem Balkon aus an. Okay, hier habe ich noch ein bisschen zu arbeiten, dass das wirklich schön ist. Oh. Mini-Zombies. Also die Fackeln hier, die ändere ich nochmal. Das sieht doof aus, aber ach, was kommt, das kommt später. So, für mich ist es jetzt auch langsam Zeit, in die Heia zu gehen. Das mache ich also nicht nur im Spiel. Ich würde bisher sagen, schönen Dank fürs Zuschauen. Und Minecraft werde ich auf jeden Fall erstmal wieder eine Weile weiterspielen, denn ich habe auch wieder richtig Lust bekommen zu Minecraft-Spielen. Ansonsten, wenn ihr mehr Survival sehen wollt, empfehle ich euch, morgen Abend ab 9 ist Nerdgirl wieder dran mit den super kurzen Tagen. Und was wir Donnerstag machen, das müssen wir noch ausdiskutieren. Im Normalfall wollten wir dann wieder Zombies Rennen immer spielen zusammen. Es kann aber sein, weil nämlich ein Spiel, auf das wir uns lange gefreut haben, am 1.8. offiziell die Early Access Schiene verlässt und als fertiges Spiel veröffentlicht wird. Und falls wir das rechtzeitig bekommen, werden wir wahrscheinlich versuchen, dieses Spiel zu spielen. Und zwar handelt es sich um We Need to Go Deeper. Falls es nicht klappt, werden wir das, könnte sein, nächste Woche wieder nachholen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!